Tatsächlich gibt es in Washington Anzeichen, dass Donald Trump bei der Umweltschutzbehörde EPA Zweifler des Klimawandels einstellen könnte. Diese könnten ihn bestärken, Paris zu kündigen. Trump könnte sagen, Obama hätte das Abkommen unterschrieben und weil es noch nicht vom Senat ratifiziert ist, könnte er es als nicht bindend zurückweisen. Trump könnte sagen, Obama hätte das Abkommen unterschrieben und weil es noch nicht vom Senat ratifiziert ist, könnte er es als nicht bindend zurückweisen. Auch Herr Trump kann den Vertrag, der ja von Präsident Obama unterschrieben worden ist und den Amerika längst ratifiziert hat und den Amerika längst ratifiziert hat und den Amerika längst ratifiziert hat, nicht mal so ohne weiteres zurückdrehen. Politik hat das Thema erkannt, arbeitet an Lösungsansätzen, sieht man hier ganz deutlich. Warum hat sich der Papst zu diesem Thema geäußert? Hat die Kirche auch das Gefühl, jetzt müssen wir reagieren, weil es ist 3:12? Ja. Der Papst hat sich mit Sicherheit dazu geäußert, weil das ein ganz zentrales, wichtiges Thema auch der Weltgemeinschaft ist. Er hat natürlich sein Schreiben Laudato Si bestens platziert vor der Weltklimakonferenz. Und er ist dafür auch gelobt worden von Ban Ki-moon. Das Schreiben Laudato Si ist aber deswegen auch so wichtig, weil es überhaupt da ist. Denn erstmalig. Erstmalig. Es gab immer verstreute Aussagen früherer Päpste zu diesen Themen, Schöpfungsbewahrung und Ähnliches. Aber in dieser Komplexität und Umfassendheit gab es das bisher nicht und alle katholischen Ökologen haben sich riesig darüber gefreut. Und die zentrale Botschaft dieses Schreibens, wenn ich sage, 246 Kapitel, die ich dann nicht erläutern kann, ist, es gibt natürlich einen Klimawandel und es gibt, daran hat der Mensch einen Großteil auch Schuld. Das ist keine Selbstverständlichkeit in religiösen Kreisen, dass sowas eingestanden wird. Ich habe noch einen Mitbruder im Ohr, der mir sagt, es ist doch ein Wahnsinn, das Klima retten zu wollen. Nein, der Papst würde da entgegnen, kommt auch in seiner Schrift vor, was der Mensch verursacht hat, das kann er auch wieder ändern.